So, freut mich wahnsinnig, heute einen sehr, sehr inspirierenden und strahlenden Gast begrüßen zu dürfen, die Sandra Weber. Die Sandra ist Autorin, Bewusstseinstrainerin. Sie gibt Seminare und sie hat eine ganz eigene Methode entwickelt, um innere Blockaden aufzulösen und um sich selbst im Leben weiterzubringen. Hallo Sandra. Hallo Philipp, vielen Dank für die Einladung. Danke, dass ich da sein darf. Also erklär uns doch mal, was du so machst. Ja, gerne. Also vielleicht gleich mal vorneweg. Also meine Methode, mit der ich wirke, heißt Teki. Ich sage aber immer, es ist eigentlich gar keine Methode, sondern es ist wirklich das, was wir von Natur aus mitgebracht haben. Unsere ganz eigene Kraft, unsere Schöpferkraft, unsere Lebensenergie wieder kraftvoll und authentisch einzusetzen für unser Leben, für die Welt, für Freiheit, für Heilung, für Liebe, für was auch immer wir es nutzen möchten. Und ich habe selbst in meinem Leben viele Jahre die Erfahrung gemacht, voll in 3D zu stecken, sehr schwierige Beziehungen zu haben. Ich bin auch körperlich dann krank geworden mit einer angeblich unheilbaren Autoimmunerkrankung mit der Hashimoto. Und für mich war aber immer irgendwie klar, das kann nicht sein. Da gibt es mehr. Und ich habe mich irgendwann auch als junge Erwachsene dann wieder daran erinnert, dass ich doch in meiner Kindheit irgendwie ganz viel wahrgenommen habe, dass ich da ganz viele Zugänge hatte zur geistigen Welt, die mir dann irgendwie in der Jugend auch ja verloren gegangen sind. Und dann habe ich angefangen, in diese Richtung mein Bewusstsein wieder auszudehnen. Also zum einen für mich alleine. Ich bin dann aber auch bedingt durch die vielen Arztbesuche, die mir alle nicht helfen konnten. Irgendwann natürlich auch zu Heilpraktikern gekommen, zu Schamanen gekommen, zu speziellen Heilern gekommen. Also ich habe da viele unglaublich tolle, aber auch negative Erfahrungen durch und habe so mit den Jahren ganz viel Erfahrung und ja auch Wissen angesammelt. Ich habe einfach gemerkt, was funktioniert und was nicht. Mein eigenes Bewusstsein wurde immer mehr freigelegt. Ich habe immer mehr kapiert, was der Mensch eigentlich ist, zu was wir alles fähig sind und dass wir eigentlich alle mehr oder weniger nur durch Schichten, ich nenne sie die Ego-Schichten, begrenzt sind. Also wir haben Traumen mitgebracht, wir haben also auch schon aus unserer Ahnenlinie zum Beispiel von unseren Vorfahren kann es sein, dass wir ganz viele Geschehnisse in uns gespeichert haben, die uns da begrenzen. Wenn die Oma ein Kriegstrauma hatte, das sie nie verarbeitet hat, dann wird das im Zellbewusstsein weitergegeben, so lange, bis es irgendwann gelöst wird. Und wenn es bei uns landet, ist es natürlich immer die Einladung, dass wir das lösen dürfen. Dann haben wir eine Seelenbiografie alle. Das bedeutet, es kann auch sein, uns blockieren Geschehnisse, innere Überzeugungen, alles Mögliche, auch Besetzungen können sein aus anderen Leben, aus anderen Inkarnationen, die unsere Seele gemacht hat. Auch hier kann noch was hängen. Und es kann sein, dass wir natürlich in diesem Leben programmiert wurden. Es kann nicht nur sein, sondern es ist so. Jeder von uns wurde irgendwie programmiert, konditioniert. Und das sind natürlich viele Programmierungen auch dienlich. Gut, es ist wichtig. Deswegen sind wir als Kinder so gemacht, dass wir für 7 Jahre in einem sehr programmierbaren Zustand sind, im Theta-Zustand. Weil da lernen wir natürlich auch, wie funktioniert die Gesellschaft hier, wie überlebe ich hier gut, wie kann ich hier erfolgreich sein, was ist giftig, was darf ich nicht essen, woran erkenne ich Gesichtsausdrücke und weiß, welche Stimmungen das sind. Das sind alles Dinge, die wir da lernen und viel, viel mehr noch. Aber es ist natürlich auch dadurch, dass die Menschen schon lange nicht mehr echt sind, ganz viel Schmodder dabei, den kein Mensch braucht und der uns einfach behindert. Also die wenigsten Menschen sagen das, was sie wirklich denken, sondern die strahlen etwas aus und sagen was ganz anderes. Und da ein Kind zum Beispiel mit so einem Konflikt nicht umgehen kann, tendiert es immer mehr dazu, die eigene Wahrnehmung zu verleugnen und das ihm Vorgesetzte anzunehmen. Weil so kommt man einfach besser durch die Welt.
Wenn man anders ist, wird man überall anecken, wird man gestutzt, wird man vielleicht abgelehnt und so weiter. Und das will natürlich niemand. Und so haben wir mit den Jahren immer mehr Schichten um uns rum. Und irgendwann sitzen wir da, entweder haben wir einen Burnout oder eine körperliche Erkrankung oder wir merken, Mensch, ich kriege keinen Erfolg auf die Reihe, ich kann machen, was ich will, bei mir läuft alles schief oder die Beziehungen funktionieren nicht, jede Beziehung zerbricht. Es gibt so viele Lebensschicksale, wie es Menschen gibt und in meiner Arbeit geht es darum, wirklich aufzuspüren, was ist der tiefe Grund für diese Blockade? Warum sitzt du hier heute genauso? Und ich mache da gar nicht viele Umwege. Also ich habe wirklich mit Teki eine Möglichkeit gefunden, wie wir ganz schnell zu dieser Wurzel kommen. Ja, also wir müssen uns da nicht lange hinarbeiten, wir müssen nicht fragen, wir müssen nicht alle Traumen nochmal durchleben oder sonst was. Für manche Menschen ist das hilfreich und dann geschieht das auch nochmal, dass man da nochmal spüren darf, weinen darf. Aber die meisten Dinge erfahrungsgemäß darf ich einfach so transformieren, weil sie gar nicht mehr dienlich sind. Weil die Lehre vielleicht auch schon gemacht wurde und es jetzt einfach weg darf. Und genau das ist es, was wir mit Teki machen. Und also es ist unglaublich umfangreich, dieses System und doch sehr einfach. Weil die Technik ist immer die gleiche. Wir machen eine saubere, klare Verbindung mit der Quelle. Das bedeutet keine Zwischenebenen, in denen man sich irgendwie was reinziehen kann oder von seltsamen Wesen fehlgeleitet werden kann und es vielleicht nicht merkt, sondern wir gehen ganz klar in den Theta-Zustand, in die Quelle und dann haben wir dieses erweiterte Bewusstsein. Und ich sage auch immer nicht, wir heilen dann, sondern die Quelle tut das für uns. Wir machen einfach dann unsere Ansagen, was wir gerne möchten und das wird so ausgeführt. Manchmal entscheidet die Quelle natürlich oder das Leben, wie auch immer wir es nennen wollen, dass ein Umweg nötig ist, weil die Person noch etwas zu lernen hat. Dann ist vielleicht die Grundblockade nicht sofort weg, sondern es gibt ein paar Stationen bis dahin. Das sind aber rückblickend immer ganz lehrreiche, wundervolle Stationen gewesen. Also ich begleite viele Menschen, die bei mir auch die Seminare hintereinander machen über Jahre. Und ja, das sind so geniale Entwicklungswege, die ich damit erleben darf. Es ist wirklich ein Geschenk. Das ganze Leben ist ein Geschenk, aber da lernt man es eben wieder wirklich auch zu erkennen und zu leben. Und wie gesagt, wir können also mit Teki in die Ahnenlinie gehen, da Vergangenes auflösen, also praktisch in unserem Zellbewusstsein. Wir können aber genauso mit Teki unsere Seelenbiografie bereinigen, damit einfach das, was wir da mitgebracht haben, Ruhe gibt und uns auch als Kraft natürlich integriert ist. Ja, es geht ja nicht nur darum, Negatives loszuwerden oder Begrenzendes, sondern das alles hat ja auch immer ein Geschenk in sich, eine Erfahrung. Und wenn wir das wieder ordnen, dann steht uns auch diese Erfahrung ganz anders zur Verfügung. Dann wachsen wir daran. Dann können wir in unserem Leben aufräumen, wir können Glaubenssätze verändern, wir können tiefe innere Programmierungen verändern, wir können ganze Programme, Mechanismen verändern. Zum Beispiel immer in der Situation auf die gleiche Art zu reagieren, obwohl man eigentlich sich bemüht, es anders zu tun. Aber jedes Mal ist was stärker als man selbst. Oder eben gerade, dass man immer wieder in Angst kommt. Die Ursache für fast alles ist Angst, in irgendeiner Form. Angst hat viele Gesichter. Und dann arbeiten wir aber auch mit sehr aufbauenden Maßnahmen, wie zum Beispiel, dass wir den Kanal, in dem die Lebenskraft fließt, weiter öffnen, verstärken. Also die Lebenskraft kann dann viel stärker umgesetzt werden in unserem System. Dass wir lernen, mit Gefühlen umzugehen, die nicht wegzudrücken, sondern eben wirklich im Wirkungskreis zu behalten, sie ordentlich zu bearbeiten, erkennen, warum dieses Gefühl kommt, die Wurzel wieder erkennen, was verändern. Wir aktivieren die ganze DNS, was extrem Potenzial freilegt, multidimensional, also da habe ich schon die tollsten Dinge erlebt nach diesem
Prozess, der in Tirki 2, also im zweiten Tirki-Seminar geschieht, da gehen ganz vielen wirklich die Lichter an. Das ist toll. Wir bereinigen die Taufe. Also da wird ja oft werden die Chakren geschlossen, andere Einweihungen, von denen man irgendwie Schaden nimmt. Wir aktivieren unser Torusfeld. Das ist das Herzenergiefeld. Wenn das ordentlich aktiviert ist, dann stehst du wie eine Eins in jeder Situation, auch wenn sie völlig neu und herausfordernd ist. Also für mich eines der tollsten Tools. Wir befreien die Zirbeldrüse und aktivieren die. Unsere größte Sende- und Empfangsstation in unserem Körper, die jetzt gerade zum Beispiel in diesem Aufstiegsprozess ja enorm an Bedeutung gewinnt. Wie auch immer wir es nennen möchten. Es ist unglaublich, was wir da alles tun können. Und letztendlich ist es aber doch ganz normal, ganz natürlich, weil wir einfach energetische Wesen sind. Hier inkarniert als Menschen in dieser Erfahrungsebene, tolle Sache. Aber doch das Wissen darum, wie wir funktionieren, das ist in uns gespeichert. Und das ist das, was mir im Prinzip die Leute dann auch rückmelden, dass sie sagen, es kann wirklich so einfach sein. Also, langer Monolog, jetzt darfst du wieder was sagen. Das war ein super Monolog und ich muss gerade auf die letzten paar Sätze von dir kurz eingehen. Ich bin im Moment wirklich froh, ich will jetzt nicht sagen, dass ich aufgewacht bin, aber dass ich mein spirituelles Wissen habe, um eben diese Vorgänge auf diesem Planeten da gerade ein bisschen einzuordnen. Also ich wüsste nicht, wie es mir geistig gehen würde, wenn ich noch voll in der Matrix leben würde, weil dann müsste ja Weltuntergang hoch 3 sein. Und soweit ich dich jetzt verstanden habe, arbeitest du bei Tirki im Theta-Wellenbereich. Also kurz für die Zuschauer, es gibt verschiedene in der Meditation verschiedene Abstufungen von Gehirnwellen. Da gibt es ganz verschiedene, Beta, Gamma, Alpha und so weiter. Und Theta ist einfach eine ziemlich tiefe. Und du arbeitest eben auch mit der Quelle. Und da habe ich auch persönlich schon ziemlich coole Erfahrungen damit machen dürfen. Was man jetzt aber eben kennt aus dem Theta-Bereich in der Community da draußen, das ist das sogenannte Theta-Healing. Wovon ich persönlich aufgrund schlechter Erfahrungen also ich will jetzt nichts über die Praxis aussagen, aber ich halte davon einfach nichts. Vielleicht hilft es jemand anderem, jedem das Seine. Aber was unterscheidet jetzt dich genau von einem Theta-Healer? Also ich möchte andere Methoden gar nie bewerten, weil jede hat ihre Berechtigung, sonst wäre sie gar nicht da. Und auch die Menschen, die jetzt einfach eine Methode brauchen, auch wenn sie nicht so gut wirkt oder auch wenn man dann negative Erfahrungen damit machen kann, irgendwas in dir hat dich dahin geführt, also solltest du diese Erfahrung machen. Ja? Von daher gibt es nichts an sich wirklich Schlechtes. Das gleich mal vorneweg. Ich kenne Theta Healing nicht in seiner vollen Form. Ich kenne nur Ausschnitte davon und mir wurde auch vieles von meinen Seminarteilnehmern, die auch schon Theta-Kurse vorher gemacht hatten, gefeedbackt. Und die haben im Prinzip auch dasselbe gesagt wie du. Also dass es eigentlich eine Methode ist mit viel Potenzial, vor allem wenn man ja auch über die Quelle, über den Theta-Zustand geht. Und das ist wirklich, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel. Weil das räumt auch auf mit all den Vorurteilen gegenüber geistigem Heilen oder Energiearbeit. Es gibt einfach Methoden, da kommst du nicht hoch genug oder nicht tief genug, wie auch immer wir es sagen wollen. Und mit dieser gezielten Methode, wenn du da reinkommst in das Quellbewusstsein, in den Theta-Zustand, da funken übrigens auch die Gamma-Wellen noch dazu. Das wurde schon gemessen. Also das ist hauptsächlich dann, wenn wirklich die göttlichen Informationen reinkommen, so einfach so runterregnen mal kurz, dann schlägt das Gehirn immer kurz in Gamma aus. Also es ist ganz spannend auch, wie das schon wissenschaftlich verfolgt ist alles. Und das macht Theta Healing ja auch so. Was ich mitbekommen habe, ist, dass die es einfach viel komplizierter machen. Also bei Tirki, mir ist es wirklich wichtig, weil ich bin selber so ein Typ,
Bei mir muss es schnell gehen und effektiv sein. Ich mag nicht ewig an was rummachen. Ich mag auch nicht stundenlang meditieren. Ich bin lieber im Alltag bewusst. Das ist meine Meditation, weißt du? Ich muss nicht eine Stunde jeden Sonntag um. Das brauche ich nicht. Das brauchen aber auch manche und dann ist es auch okay, ich brauche es nicht. Ich mag gern einfache, zielgerichtete Dinge in meinem Alltag und so kann ich eben auch Teki einfach und zielgerichtet einfließen lassen. Und da habe ich eben mir sagen lassen, dass der Theta Healing deutlich komplizierter ist und man viel mehr Regeln irgendwie einhalten muss, die dann vielleicht auch gar nicht so wichtig oder vielleicht sogar hinderlich sind und dass es viel über den Kopf läuft. Und bei Teki, das ist vielleicht der prägnanteste Unterschied, da ist wirklich absolut, das ist eine herzbasierte Arbeit. Also wir verbinden uns von Anfang an mit unserem Herzenergiefeld, dann mit dem Herzen der Erde und mit der Quelle. Also das kann man sich vorstellen wie so eine Acht, immer vom Herzen ausgehend. Und nur so macht das für mich auch wirklich Sinn. Also nicht nur im Hochreisen und da oben irgendwie rumhängen und tolle Sachen machen, weil das sind dann immer die Menschen, die sagen, ja Sandra, da oben, da ist immer alles toll, aber ich krieg's nicht übertragen ins Leben. Und das ist meistens, wenn die Erdung fehlt. Wenn du dich nur immer nach oben verbindest, nicht in den unteren Chakren, nicht im Körper bist und eigentlich auch meistens hier nicht richtig im Leben stehst. Und ja, also ich habe jetzt mehr gesagt, als diese Frage zu beantworten, aber es hat jetzt für mich so dazugehört. Ich führe deine Antwort noch sehr, sehr gern mit ein paar persönlichen Erfahrungen aus, was du gerade selbst gesagt hast, in der spirituellen Szene, diese Spirits, die immer nur im Licht herum schwirren wollen. Ich habe nochmal eine ziemlich coole Definition von Spiritualität gehört. Spiritualität bedeutet nicht, sinnlos im Licht und in der Liebe herumzuschwirren, sondern sich mit seinen Schattenseiten auseinanderzusetzen. Und ich glaube, jeder Mensch, der mal irgendwie wirklich so einen spirituellen Weg angefangen hat zu gehen, der weiß, dass man, ich muss es jetzt salopp sagen, man muss zuerst mal durch die Scheiße kriechen, um irgendwann Gold zu werden. Ja, eventuell. Also nicht jeder muss das zwingend, weil manche haben das vielleicht schon in der letzten Inkarnation getan und haben jetzt einen anderen Auftrag. Aber bei mir war das definitiv auch so. Und jetzt, wo ich mit anderen Menschen wirke, mache ich diese Erfahrung auch absolut, dass es da wirklich diese Unterschiede gibt. Also manche, die sind wirklich schon ganz unten, ganz am Grund und da kratzen sie noch eine Kuhle auf, damit es noch ein Stück weiter runter geht. Und dann steigen sie auf wie Phönix aus der Asche. Und bei anderen, da sind es wirklich nur so 2, 3 Dinge, die blockiert haben und es geht gar nicht so tief. Und dann sind sie wieder auf Kurs sozusagen. Also es ist wirklich individuell, aber wie du diesen ersten Satz formuliert hast, da stehe ich voll dahinter. Spiritualität bedeutet nicht irgendwie immer da oben und alles wegzulächeln und zu leugnen und ja, kein Nein und kein Nicht sagen und diese ganzen Dinge zu befolgen, diese 5 ersten Grundregeln, sage ich mal, und dann aber im Prinzip zu sagen, so jetzt bin ich Licht. Das machen ganz viele und dann wundern sie sich, warum sie krank sind, warum sie keinen Partner finden, warum sie finanzielle Probleme haben oder was auch immer. Ja, weil da ganz vieles gar nicht im Fluss sein darf. Wenn du dir vorlügst, du bist nur Licht und nur Liebe und deine Schattenseiten, die schiebst du aber immer schön, sind gar nicht da, dann müssen die sich ja spiegeln. Die müssen sich auf der Leinwand deines Lebens zeigen, weil du schaust ja nicht hin. Wenn wir uns innerlich schon bewusst werden, wo habe ich Blockaden, wo habe ich Begrenzungen, dann ist das im Außen gar nicht so sehr nötig, gespiegelt zu werden, denn wir schauen ja schon hin. Die Spiegel des Lebens sind immer dann wichtig und kommen dann auch als Ohrfeige in der Regel, wenn wir wirklich verdrängen. Ja, und du hast es eigentlich immer so schön gesagt, dass die Leute so extrem nach oben meditieren.
sie gehen immer nur nach oben. Und jetzt eine kleine Erfahrung, die ich jetzt vor 2 Monaten hatte, man kann nicht nur nach oben meditieren, sondern man kann auch sehr, sehr gut nach unten meditieren. Also ich sage es euch jetzt mal, was ihr mal machen könnt. Macht mal diese Erfahrung. Geht hinaus in die Sonne, sucht euch explizit einen Holunderstrauch. Der Holunderstrauch hat im Schamanischen eine ganz spezielle Kraft und eine Bedeutung. Setzt euch unter den Strauch und meditiert nach unten. Nach ungefähr 1,5 Stunden geht's los. Da unten, also man kennt das im Indischen zum Beispiel, 12 Welten nach oben oder 12 Dimensionen. Aber da unten gibt es leider halt auch noch 4. Und was man dort so erlebt, das ist recht interessant. Absolut. Und wir sind Wesen zwischen Himmel und Erde. Und ich mache auch oft den Vergleich mit einem Baum. Bäume sind uns ja unglaublich ähnlich, ja, auch wenn man es nicht glauben will. Und wer schon mal einen Baum wirklich umarmt hat, also nicht so, ich umarme den mal kurz und gucke, ob niemand das sieht, weil es mir peinlich ist, sondern wirklich umarmt, die Energie in dem Baum spüren, das ist reinste Meditation. Also ich liebe das, denn wir sind von unserer Energie auch wie ein Baum. Ein Baum verwurzelt sich ganz stark in der Erde. Und von diesen Wurzeln her nimmt er die ganzen irdischen Energien, bringt sie durch den Baum nach oben in die Krone, wo sie dann weitergehen. Und gleichzeitig wird oben in den Blättern das Licht reingeholt, verstoffwechselt, durch den Baum geleitet und runter ins Erdreich gegeben. Und dieser Baum, der kann nicht nur nach oben wachsen. Lass da mal ein Windhauch kommen, dann fällt der um. Und genauso sind wir auch. Und das probieren aber viele. Die gehen hoch, 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 meditieren stundenlang, verlieren ihre Bodenhaftung. Und das, was sie dann aber da oben erleben, das ist gar nicht, das können sie auch oft gar nicht mehr übersetzen. Weil die Übersetzung sind wir. Und wenn wir aus uns rausgehen, dann ist das nicht mehr da. Also so erfahre ich, dass das sind, die sind oft ein bisschen wirr, dann diese Wahrnehmungen und alles lila, blassblau, Regenbogen, Einhorn und nichts mehr, was hier wirklich jetzt auch zu gebrauchen ist. Also das sind ja dann schöne Sachen, da kann man Kinderbücher draus machen, tolle Sache, solche Fantasien. Aber wir wollen ja auch hier in unserem Leben gut leben, oder? Wir wollen gesund sein, wir wollen im Alltag gut dastehen, wir wollen uns unterhalten können, wir wollen Beziehungen haben, Freunde haben, was auch immer. Jeder möchte ein bisschen was anderes. Und wenn du gar nicht mehr hier stehst, sondern immer da oben rumzwitscherst, dann wird es wirklich schwierig. Und meine Erfahrung ist eigentlich eher, je stärker ich geerdet bin, je satter ich in mir bin, mich auch um meinen Körper kümmere, um mein irdisches Dasein. Denn deswegen habe ich ja inkarniert. Ja, die Erfahrung wollte ich ja machen. Je mehr ich das tue, umso mehr kann ich mich nach oben ausdehnen. Nicht weniger, mehr. Je satter ich hier bin, umso satter bin ich da oben. Voll, also das kann ich dann nur bestätigen. Ich hatte die Erfahrung vor 2 Monaten gemacht, nachdem ich, glaube ich, ein halbes Jahr lang irgendwas zwischen 4 und 10 Stunden am Tag meditiert habe. Total abgehoben, also wie man so schön sagt, abgehoben und die Bodenhaftung verloren. Was ich dagegen gemacht habe, ich bin einfach in den Wald und habe mich einmal nackt auf den Waldboden gelegt. Wirklich, um alles zu fühlen, so richtig eine Hardcore-Erdung zu machen. Sobald ich das gemacht habe, ist es 2 Tage danach aber sowas von abgegangen nach oben. Also so hoch bin ich noch gar nicht gekommen. Ganz toll. Also das Beispiel mit Wald, das möchte ich sowieso überhaupt jedem empfehlen, egal wie er ausgerichtet ist, aber natürlich vor allem den Menschen, die merken, ich bin viel im Kopf, ich kann schlecht abschalten, ich kann schlecht runterfahren. Denn der Wald, der hat keinen Mentalkörper. Die Bäume denken nicht.
Ja, da gibt es nicht diesen Mentalkörper, wie du in Wohngebieten hast, wie du in Städten hast. Im Wald ist der nicht da. Und dann fährt unser System ein anderes Programm. Das kommt wieder an im Sein. Und das hast du intuitiv natürlich dann auch gespürt. Ich brauche jetzt den Wald. Ich brauche genau das. Und von mir aus noch mit der Ganzkörpererdung. Da habe ich vielleicht noch eine kleine lustige Bemerkung dazu. Alkohol erdet auch. Und viele, die eben nicht wissen, wie sie sich sonst erden sollen, die trinken einfach dann Alkohol. Also das berühmte Feierabendbier, der Feierabendwein, weil man merkt, ich bin immer noch im Geschäft und ich denke noch so viel und ich will doch eigentlich runterfahren. Und man weiß eben intuitiv, das hilft mir jetzt. Und zu viel Wein oder Bier oder was auch immer ist dann auch die Ganzkörpererdung, oder? Das ist sehr, sehr lustig, dass du das gerade sagst. Das war mir natürlich auch klar, dass Alkohol erdet, gleich auch wie Fleisch essen zum Beispiel. Bei mir war das Abheben ziemlich extrem. Also ich habe meine Füße hier an der Brust gespürt. Das war wirklich schon, als ich habe die Bodenhaftung verloren. Mitgekommen sind natürlich massive Depressionen und alles, einfach keinen Realitätssinn mehr. 8 Flaschen Whisky in 7 Tagen. Um zum Erden, aber das war zu viel. Der Wald war effektiver. Ja, wow. Dann kennst du die Erfahrung wirklich, ja. Hast du am eigenen Leib gemacht. Und Depression heißt ja letztendlich auch nichts anderes. Da drückt dich was wieder runter. Ja. Ja. Und das ist genau die Balance, die wir immer halten sollten in unserem Leben, dass wir einfach gucken, okay, stecke ich jetzt schon bis zu den Knien in den Erden, in der Erde, dann darf ich vielleicht wieder ein bisschen mich um das Geistige kümmern, ein bisschen nach oben orientieren, nicht so sehr in der Materie stecken, mich nicht zu sehr über die Materie zu definieren, egal ob es dann der eigene Körper, das eigene Aussehen, der Job ist oder eben auch die Materie an sich, was habe ich um mich herum erschaffen. Und wenn du merkst, wie du sagst, die Beine, die sind schon an der Brust, ich heb schon ab, dann ist es ganz wichtig, sich wirklich mit der Erdung zu beschäftigen. Und da ist die Natur einfach unschlagbar gut. Aber es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, sich zu erden. Gesunde, bitte. Sex hilft. Sex hilft auch, ja. Da kommen wir schön im Körper, in den unteren Chakren an. Ja. Sag Sandra, magst du uns abschließend noch so deine Message an die Welt raushaben? Wir haben ja vorher schon mal über Krisen geredet und Chancen. Was würdest du den Leuten jetzt da draußen in der momentanen Situation sagen wollen? Also wir sind großartige energetische Wesen, weit, weit mehr als das, was wir von uns sehen. Und wir alle sind über ein riesiges Menschheitsfeld miteinander verbunden. Und wir senden und empfangen ständig. Und da halte ich es für ganz wichtig, dass wir uns da jetzt wirklich gut aufstellen. Denn jeder Gedanke, den wir aussenden, jedes Gefühl, alles, was wir sind, auch das Unbewusste, das geben wir in dieses Menschheitsfeld hinein. Das wird da eingespeist. Und dann natürlich beeinflusst es wiederum die ganze Menschheit. Es beeinflusst jeden von uns. Und wenn wir uns jetzt wirklich einen guten Aufstieg, einen schönen Wandel wünschen, eine neue Welt, ohne das alles, was gerade so ist, und da bricht ja auch vieles gerade zusammen, und das ist eine Chance, weil was zusammenbricht, kannst du neu aufbauen. Es ist wichtig, jetzt wirklich auch Altes loszulassen, ins Vertrauen zu gehen. Wenn du merkst, es funktioniert noch nicht, dann mach mit der Methode deiner Wahl etwas, egal ob du in dich gehst, ob du meditierst, ob du dir Hilfe holst, ob du eine Entgiftung machst, auch eine körperliche Entgiftung kann dir helfen, geistig zu entgiften. Nur ich rate dir, mach etwas, tu etwas für dein inneres Wohl, für dein Seelenheil. Schau nicht so viele Nachrichten, am besten gar keine. Auch nicht so viele Alternative. Die sind zwar ganz gut zum Sehen, was wird denn sonst noch so gespielt, aber auch da klinken wir uns natürlich in Felder ein. Das wollen wir ja nicht erschaffen. Und wir als Schöpferwesen, wir haben immer die Wahl. Wir haben die Wahl,
wie wir die Welt erleben. Wir erschaffen in jeder Sekunde unsere Realität. Und das sollten wir wirklich bewusst tun. Also meine Message ist, geh wirklich rein in deine Vision. Ganz egal, was du draußen siehst, ganz egal, was da draußen berichtet wird, geh in deine klare und authentische innere Vision rein, werde dir klar, was du möchtest. Und vielleicht kannst du dir da auch bestimmte Themengebiete vornehmen. Vielleicht kannst du sagen, du überlegst mal, wie stelle ich mir ein neues Wirtschaftssystem vor? Wie stelle ich mir meine Beziehungen vor? Wer will ich sein in dieser neuen Welt? Wie stelle ich mir ein Gesundheitssystem vor? Wie stelle ich mir Politik vor? Wird es sowas überhaupt noch geben in meiner Welt? Oder geht das eher dann in Richtung Organisation und Gemeinschaft? Es gibt so viele Themen, die wir ganz, ganz positiv neu schreiben können. Und das ist einfach extrem in Kürze meine Message. Nimm es dir vor und steig da ein. Und das bedeutet nicht, das hatten wir ja vorhin schon, lüge dir alles Schlechte weg. Sondern es bedeutet, akzeptiere, dass das jetzt so ist und aus diesem Ist-Zustand heraus erschaffe etwas Neues. Wegleugnen bringt nichts. Es ist nun mal jetzt gerade da. Für jeden ein bisschen anders. Jeder hat eine andere Wahrheit, eine andere Weltbrille auf sozusagen. Aber wir sind alle an einem Punkt, wo wir neu erschaffen. Und das tut so gut wie möglich mit uns allen zusammen. Sehr schön gesprochen. Wahre Worte. Weise Worte. Danke, Sandra, dass du Zeit für uns genommen hast. So viel danke. Es war ein ganz schönes Interview, Philipp. Vielen Dank. Ich könnte noch stundenlang weiterreden hier. Aber so was von. Tschüss, mach's gut. Tschüss.